Herzlich willkommen. Heute will ich ein Tool vorstellen oder wollte ich eigentlich ein Tool vorstellen, mit dem man Webseiten monitoren kann. Und zwar nicht Monitoring im Sinne von, ist die Webseite noch live oder noch online oder nicht, sondern tatsächlich auf Changes, also auf Änderungen in der Webseite überprüfen kann. Das gibt einem natürlich zum einen den Vorteil, dass man zum Beispiel sagen kann, ich will nicht jeden Tag diese Webseite prüfen, ob da inzwischen die neue Information raus ist oder ob sich der Status von irgendwas geändert hat. Für mich persönlich gibt es mir aber vor allem die Möglichkeit, meine eigene Webseite zu prüfen und zu sehen, wenn ein neuer Redirect eingeführt wird, wenn sich die Webseite in dem Inhalt drastisch verändert hat, etc. Zum Beispiel, weil ein Update schiefgelaufen ist oder weil jemand die Webseite gehackt hat, kriege ich sofort eine Info. Eigentlich wollte ich das Tool hier vorstellen, leider hat die Installation wesentlich länger gedauert und war wesentlich komplizierter, als ich dachte. Und anstatt die Installation einfach zu überspringen, dachte ich mir, hey, machen wir einfach ein erstes Video zu der Installation und im nächsten Video werden wir uns dann das Tool an sich anschauen. Das heißt, dieses Video ist sicherlich interessant für alle, die das Tool selber installieren wollen und natürlich auch für alle, die einfach sehen wollen, wie ich mich dumm anstelle und mich mit Ruby und Gems abracke. Viel Spaß! Ich bin jetzt hier auf der Webseite oder auf dem GitHub Repository von und ich weiß immer noch nicht, wie man dieses Ding richtig ausspricht. Hugin, Huyin, Hugin, ich habe keine Ahnung, ist aber auch nicht sonderlich wichtig, wie das tatsächlich ausgesprochen ist, denn wir wollen uns einfach nur die Software anschauen. Hier sind so ein paar Beispiele, was man mit dieser Software eigentlich machen kann. Man kann zum Beispiel das Wetter überprüfen und sich dann in der Früh eine Info geben lassen, hey, heute muss ein Regenschirm mitnehmen. Man kann sich Shopping-Deals oder Air-Travel, also Flugzeug-Deals für die Tickets, zeigen lassen. Man kann Projekten auf Twitter folgen oder Namen auf Twitter folgen. Man kann sich Informationen über HipChat etc., diese ganzen verschiedenen Connections hier geben lassen, E-Mail-Digest, also E-Mail-Zusammenfassungen, Summaries schicken lassen. Also unglaublich viele Optionen, die wir haben. Mein Ziel ist es, im Endeffekt meine Webseite und potenziell auch andere Webseiten zu überprüfen. Bei meiner Webseite primär, weil ich eben wissen will, wenn sich die Seite ändert, entweder weil sie gehackt worden ist oder weil ein Update schiefgelaufen ist oder. Und bei anderen Webseiten vielleicht einfach nur, weil ich wissen will, wann ein neues Feature draußen ist oder ein Spiel auf Steam nicht mehr im Early Access ist oder was auch immer mir sonst noch so alles einfällt. So, schauen wir mal, wie das Ganze zu installieren ist. Wir haben mehrere Optionen. Wenn wir ein bisschen runterscrollen, sehen wir hier ein paar Screenshots von den verschiedenen Aktionen. Was als Beispiel. Hier ist aber interessant, es gibt zwei wesentliche Installationsoptionen. Es gibt einmal Docker und es gibt einmal die lokale Installation. Ich werde erstmal die lokale probieren, das quasi selbst zu installieren und wenn das fehlschlägt, dann werden wir die Docker-Variante probieren. Es gibt hier unten auch noch weitere Anleitungen, zum Beispiel für Heroku oder OpenShift, wie man die quasi einfach fertig deployen kann. Wer also noch keinen Server hat, mag sich vielleicht da ein bisschen umschauen. So, gehen wir mal auf die Anleitung für die lokale Installation. Das ist alles hier in Englisch. Git ist bei mir noch nicht installiert, das heißt, das werde ich wahrscheinlich mit Apt erstmal vorinstallieren müssen. Und Ruby Gems, genauso wie MySQL, den Server hier unten, habe ich auch noch nicht installiert, deswegen müssen wir das auch machen. Ich wechsle hier mal auf die Kommandozeile, da habe ich schon eine Debian 10 VM vorbereitet. Suchen wir mal schnell nach dem MySQL-Paket, das habe ich nämlich hier im Kopf, MySQL Server. Da haben wir hier Default MySQL Server, also machen wir apt install git, Default MySQL Server und Ruby. Schauen wir mal, ob uns das Ruby Gems auch gleich mitgibt oder ob wir das nochmal extra installieren müssen. So, Installation ist fertig. Wir schauen mal, ob wir Gem haben. Ja, ist mit Ruby mit installiert worden. Das heißt, wir haben jetzt alle notwendigen Voraussetzungen, die hier gegeben sind. Wir haben Git, wir haben Ruby und Ruby Gems und wir haben einen MySQL Server. Fangen wir also mal mit der Installation an. Dadurch wird das Repository geklont und ich habe hier das Problem, dass ich auf diesem Server keinen Public Key hinterlegt habe. Das heißt, was ich alternativ machen kann, ist, anstatt dass ich das hier über SSH klone, was man hier an dem git at github.com sieht, ist, dass wir das über HTTPS klonen. Und dazu muss ich nochmal zurück hier auf das Hauptrepo gehen, Code und dann hier HTTPS den hier klonen. Git clone, das sollte genauso funktionieren. Ja, wunderbar. Also wer kein SSH-Key auf dem Server hat oder auf dem Gerät hat, auf dem das installiert werden soll, kann sich damit behelfen. So, cd, hü, 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 wie auch immer. Und schauen wir mal, was wir hier
Wir haben hier keinen Shortcut. So, da sind haufenweise Dateien drin, ist eben ein Git Repository. Was sollen wir hier machen? Wir sollen gem install rake und bundle. Okay, machen wir das mal. So, drei Gems installiert. Wunderbar. Als nächstes bundle install. Damit werden die ganzen Dependencies für dieses tolle Tool installiert. Und irgendwas konnte er nicht machen. Gut, er sagt uns ja hier genau, was wir brauchen. Und zwar Bundler in genau dieser Version. Wir haben jetzt zwei Optionen. Wir können entweder den Bundler auf die aktuellste Version heben oder wir können spezifisch diese Version installieren. Ich werde jetzt erstmal die aktuellste Version installieren, in der Hoffnung, dass das ganze Problem löst. Wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir das hier als Alternative noch machen. Hier sehen wir jetzt gleich den nächsten Fehler. Da sieht man, dass ich persönlich mit Ruby einfach wenig Kontaktpunkte habe und deswegen die ganzen Hintergründe nicht hier kenne. Er sagt uns, dass wir die .env-File nicht haben. Bevor ich die jetzt aber kopiere, werde ich mal kurz diesen Befehl nochmal zwischenspeichern, dass wir den später nochmal haben, falls wir den doch noch brauchen. Und dieser Schritt wird eigentlich später erst beschrieben, hier die Example zur normalen Env zu kopieren. Aber wir probieren das jetzt einfach nochmal, ob das Problem für uns schon löst. Und das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. So, hier haben wir jetzt schon wieder die nächsten Probleme und das ist genau der Grund, warum ich nicht zwingend mit Ruby, sondern mit diesen extra Paketmanagern normalerweise nicht viel mache, weil ich einfach schlechte Erfahrungen damit gemacht habe. Generell mag an mir liegen, ist aber so. Ich werde jetzt in der Zwischenzeit kurz diese ganzen Dinge hier installieren, die er da vorschlägt und wir werden mal schauen, ob das was bringt. Bis gleich. Unglaublich, es ist durchgelaufen. Nach einer Odyssee an zusätzlichen Dependencies und Abhängigkeiten, die noch installiert werden mussten, ist der Befehl bundle install jetzt tatsächlich durchgelaufen und ich zeige noch ganz kurz, was ich gemacht habe. Ich habe den Bundler in der Version 1.17.3 installiert, damit aber nicht genug, wenn ich nämlich den bundle install Befehl dann durchgeführt habe oder auch den bundle update Bundler Befehl. Vollkommen egal. In beiden Fällen habe ich diverse Probleme bekommen, dass Abhängigkeiten gefehlt haben, ohne die Pakete nicht gebaut werden konnten. Hier ganz kurz die Übersicht, was ich noch zusätzlich installieren musste, damit das Ganze funktioniert hat. Zum einen gem install icon b, davor aber apt install ruby dev make gcc, einen hatte ich hier vergessen, nämlich g++, ebenso zlib 1g dev, Default libmysql dev, das heißt diese ganzen Development Header und Development oder Compiling Tools werden hier benötigt, um diesen Befehl überhaupt auszuführen. Daher diese Dokumentation an der Stelle, da fehlt es massiv, muss ich leider so sagen. Es ist nirgendwo beschrieben, dass das eine Dev-Installation ist, sondern einfach nur die normale Local-Installation und die Tatsache, dass dafür so viele Dev-Tools benötigt werden auf einem potenziell zukünftigen Produktiv-Server, gefällt mir erstmal nicht. Einer der Gründe, warum ich kein großer Fan von diesen ganzen Dependency Package Managern bin, weil ich einfach in der Vergangenheit immer wieder in solche Probleme reingelaufen bin. Vielleicht fehlt mir da auch einfach die Perspektive von Entwicklern, die da mehr Kontakt damit haben, aber für mich als ursprünglich Admin ist das einfach alles andere als schön. So, nichtsdestotrotz schauen wir mal, wie es weitergeht. MySQL Server Start, da habe ich jetzt schon eine hohe Vermutung, dass das auf Debian einfach nicht funktionieren wird. Ganz genau, weil natürlich das Ganze auf Debian so laufen muss. So, wunderbar. Wir können mal kurz testen, ob das auch geht. Ja, läuft auf Port 3306. Wunderbar. Dann können wir, den hatten wir schon, hiermit weitermachen. Rake Secret, der wird uns den App Secret Token erstellen. Und dann laufen wir prompt in das nächste Problem rein. Schauen wir mal ganz kurz. You have already activated rake 13.0.3. Your gemfile requires 13.0.1. Abhängigkeiten. Wunderbar. Hervorragende Sache. Gut, ein bisschen was haben wir ja schon gelernt mit diesem Befehl hier. Dann nutzen wir den einfach, um diese Version zu installieren und hoffen mal, dass das funktioniert. So, gem wurde installiert. Dann probieren wir nochmal den rake secret Befehl und scheinbar
ist Rake 13.03 immer noch aktiv. Das heißt, ich muss jetzt erstmal rausfinden, wie ich die alte installierte Rake-Version hernehmen kann. Hier unten sehe ich gerade einen Pfad. Da haben wir varlib gems, Versionsnummer gems, Rake 13.03 exe rake. Vielleicht können wir den hier einfach abändern in 1 und dann rake secret ausführen. Probieren wir das mal. Das scheint zumindest schon mal einen Schritt weiter gegangen zu sein. Allerdings haben wir auch hier wieder ein Problem. Could not open library libcurl. Da muss ich ganz ehrlich sagen, steige ich langsam aus, wo ich nicht mehr weiß, muss ich das jetzt systemweit installieren, muss ich das mit gems installieren. Meine Linux-Kenntnisse würden mir sagen apt install libcurl, was natürlich bedeutet, dass das systemweit installiert ist. Ob das hier jetzt die beste Idee ist, weiß ich nicht, aber wir versuchen das jetzt einfach mal so. Apt cache search libcurl. Ah, wunderbar, da sind viele Pakete. Schauen wir mal hier, ob wir das mit libcurl 4 hinbekommen. So, libcurl ist installiert. Damit nochmal rake secret. Schauen, ob das tatsächlich funktioniert hat oder ob wir hier einfach was vollkommen Irrelevantes installiert haben. Das schaut schon mal besser aus. Das heißt, hier haben wir jetzt unseren Secret Key für die Anwendung. Den kopieren wir kurz. Und dann schauen wir nochmal, wo wir den eingeben müssen. In die .env-File unter appsecret-token. vi.env. AppSecret Token ist direkt gleich ganz oben. Und da ist unser super langer Token drin. So, der nächste Schritt ist Rake DB Create, Rake DB Migrate und Rake DB Seed. Sicherheitshalber werde ich an der Stelle jetzt immer die Rake-Version hernehmen, die wir auch hier oben für das Secret hergenommen haben. Also, nehmen wir nochmal den Rake Secret Befehl her. DB Create. Wunderbar. Migrate. So, es hat ein bisschen gedauert, scheint aber alles gut durchgelaufen zu sein. Und dann machen wir jetzt noch Seed. Das scheint funktioniert zu haben. Da haben wir noch eine Notiz, dass das Beispiel SF Weather Agent nicht funktionieren wird, solange wir keinen API-Key für Wonderground eingetragen haben. Aber an sich sollten wir das Ganze jetzt erreichen können. Schauen wir mal ganz kurz. Noch hier, was wir sonst noch machen müssen, Form and Start, das heißt der Webserver läuft noch nicht und dann sollte das auf Localhost 3000 verfügbar sein. Ich bin mal gespannt, ob das nur auf Localhost oder auch auf der IP-Adresse verfügbar ist. Schauen wir gleich. So. Und da haben wir natürlich den nächsten Fehler, ansonsten wäre es ja auch langweilig. Hier sehen wir auch schon die Fehlermeldung, could not find.env größer als Version 0.7. in den Gems. Nachdem er in den Gems sucht, werde ich hier jetzt mal versuchen, das mit Gem Install zu lösen. So, .env. Gem ist installed. Form and Start. Sieht schon wesentlich besser aus. So, jetzt scheint auch der Server verfügbar zu sein und 0000, also auch auf dem LAN-Interface, nicht nur auf Localhost. Und damit müsste ich eigentlich in der Lage sein, dass hier aufzurufen. Schauen wir mal. Das ist schon mal nicht super vielversprechend. Was sagen wir hier? To allow requests, add the following to your environment. Okay, wir müssen also quasi die Domain, unter der wir das aufrufen, hier in die config-hosts eintragen. Ich bin mal gespannt, wo wir die config-hosts finden. Nachdem ich die config-Datei hier nicht finden kann, schauen wir erstmal noch kurz, ob wir das vielleicht einfach über die IP-Adresse erreichen können. Das sieht schon mal gut aus. Vielleicht können wir dort das Ganze dann einfach im Webinterface erledigen. Schauen wir mal, wir haben Sign Up, About und Login. About, ja klar, führt uns wieder zurück zu dem Git Repository. Dann gehen wir mal auf Sign Up, Invitation Code. We are not yet open to public. If you have an invitation code, please enter it here. Interessant, nachdem es ja meine Installation ist und ich keine Ahnung habe, wo ich den Invitation Code hier reinkriegen kann. Did not receive unlock instructions. Interessant. Ich weiß nämlich nicht, ob dieses System tatsächlich E-Mails verschicken kann, aber wir probieren das einfach mal. Nehmen wir mal diese hier für den Test. Login not found. Okay, das heißt, es geht nur für existierende User. Gehen wir mal zurück und schauen mal, ob wir hier, beziehungsweise hier in der Anleitung was finden. Ja, wer den letzten Satz bis zu Ende liest, sollte definitiv im Vorteil sein. Admin und Passwort hätte ich als Pentester auch einfach mal ausprobieren können. Schauen wir mal. Admin, Passwort.
Login und da sind wir drin. So, Teile der Probleme von der Installation waren damit definitiv selbst verschuldet, vor allem jetzt am Schluss der kleine Abstecher mit dem Login, aber ich persönlich bin einfach kein großer Fan, hatte ich vorhin schon gesagt, von diesen Paketmanagern, die alle Dependencies dann von der Quelle, also from source quasi, nochmal installieren. Nichtsdestotrotz wollte ich lieber den lokalen Installationsweg gehen gegenüber einfach dem Docker-Container, weil man dadurch ein bisschen mehr einfach versteht, wie ist das Ding eigentlich aufgebaut, wie funktioniert das Tool, und das kann gerade bei Problemen natürlich durchaus hilfreich sein. Ich sehe jetzt aber hier leider nichts, um das Problem mit dem Hostname zu lösen. Das heißt, da muss ich nochmal ein bisschen schauen, woran das liegt in den Einstellungen. Nach etwas Recherche und Rumprobiererei habe ich zwei Sachen gefunden, die mir tatsächlich geholfen haben. Einmal unter der .env-Datei, da haben wir die Domain-Variable, die kann man setzen, genauso wie den Port, die habe ich hier beide geändert, von localhost 3000 auf den tatsächlichen Hostnamen und Port 80. Und hier unten habe ich zusätzlich noch gesehen, dass es die Variable Rails Environment oder Rails Env gibt, die zwar auskommentiert ist, aber Production vorschlägt. Die habe ich hier jetzt mal auf Development gesetzt, was ich vermute, dass das hier in dem Status noch der Default-Wert ist. Allerdings habe ich das mit Absicht so gesetzt, damit ich auch sicher weiß, dass ich die richtige Datei im nächsten Schritt bearbeite. Und die ist vi-config. In diesem Ordner gibt es den Ordner Environments. Und darin gibt es die development.rb-Datei. Und wenn wir die aufmachen, sieht man hier, habe ich genau diesen Eintrag, den wir vorher gesehen hatten, config.host und dann die zwei Spitzenklammern und dann den eigentlichen Hostnamen hinzugefügt. Und damit können wir jetzt nochmal Formen starten. Formen Export hatte ich mir ein bisschen angeschaut. Das wäre theoretisch die Idee, dass wir nicht jedes Mal Formen hier so direkt starten müssen, sondern das in Systemd, also als Service, umwandeln können. Leider sollte das theoretisch funktionieren, tut es aber zumindest bei mir auf meinem System hier in der Praxis nicht, weil ihm scheinbar dieses Export Systemd Plugin fehlt. Da muss ich nochmal ein bisschen recherchieren, wie ich das nochmal nachinstallieren kann. Wir werden jetzt erstmal Formen Start normal ausführen. Und damit das hier nicht die ganze Zeit im Vordergrund läuft, schaue ich mal ganz kurz, ob wir Screen haben. Haben wir nicht. Apt install Screen. Können wir aber schnell nachholen. So, wunderbar, ist installiert. Dann machen wir Screen-S Hügen, wie auch immer. Und dann können wir Formen Start machen. Der läuft da schön. Und mit Steuerung A und dann D kann ich mich da einfach raussetzen. So, jetzt haben wir Screen-List. Sehen wir, es gibt einen Screen, der quasi im Hintergrund läuft, der detached ist. Und da ist unser Formen-Prozess drinnen. Und mit Screen-R kann ich den auch wieder herholen. So, wir sehen also, der Dienst läuft jetzt, der Webserver. Das heißt, ich kann jetzt nochmal zurück hier reingehen. Dann können wir nochmal kurz testen, ob der Server hier so immer noch erreichbar ist. Wunderbar, das scheint zu gehen. Und dann gehen wir hier auf den Hausnamen hugenlab.blamemail.com und das funktioniert auch. Unterschied ist natürlich, dass wir uns hier nochmal anmelden müssen, weil die Cookie-Domain nicht mehr die korrekte ist, aber an sich funktioniert das jetzt auch unter dem Hostname. Ja, das war es schon wieder für dieses Video. Wie gesagt, in diesem Video nur die Installation. Den Rest werde ich mir erst noch in Ruhe anschauen und dann in einem separaten Video vorstellen. Von der Installation mit Docker ist es wahrscheinlich wesentlich, wesentlich einfacher und weniger zeitaufwendig. Dafür haben wir aber hier auf diese Art und Weise einfach ein bisschen mehr über die Installation und über das Tool an sich auch gelernt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr fandet es interessant. Wenn ja, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Abonniert den Channel und unseren Newsletter, damit ihr nichts verpasst, und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.